Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Liebe Klabauter, Männer, Klabauter, Frauen, Piraten, Freibeuter der Meere. Ja, beim letzten Mal haben wir uns hier nach Kingston begeben und da machen wir jetzt auch weiter. Und ich würde ganz gerne jetzt mal diese Templer-Jagd angehen. Würde mich mal interessieren, wie es so ist. Vielleicht verkacken wir, vielleicht auch nicht. Mal sehen. Irgendwo ist hier ein Kurier. Wo ist der Kurier? Oder ist das der Kurier? Ich weiß es nicht. Manuskript. Das ist für mich jetzt uninteressant. Was ist das hier? Ach so, Schnellreise. Okay. Der Kurier interessiert mich jetzt nicht so sehr. Für mich ist jetzt die Templerjagd interessant. Oh. Der tot ist. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was wollt ihr von mir, Engländer? Edward Kenway. Ich kam, um euch zu warnen. Ich bin Waliser. Für mich seht ihr alle gleich aus. Wozu brauche ich eine Warnung? Mein Leben besteht aus Gefahr. Daran bin womöglich ich schuld. Dann schuldet ihr mir was. Wie der Zufall will, brauche ich jemanden, der ein paar meiner Freunde befreit. Sklaven? Meint ihr? Brüder. Krieger. Die Hoffnung der Maroon. Klingt nicht, als würde es mich was angehen. Ich möchte nur, dass ihr euch unter eure Landsleute mischt. Sucht Hinweise, wo man meine Freunde festhält. Fein. Ich sehe, was ich tun kann. Okay. Die Wachen belauschen. Na, dann machen wir das doch mal. Okay, da drüben. Ja, ouch. Komm, du musst leider dran glauben. Haha, daneben geschossen. So, und jetzt aber. Und dann entließ er mich ohne Sold wegen Trunkenheit. Ich musste den Mann nur nach Norden eskortieren. Nein, Süden. Nein, Norden. Ganz sicher Norden. In Richtung Lagerhaus. Stimmt, das Lagerhaus. Jedenfalls ist er ein Sklave. Er trägt Fußeisen. Der entkommt uns also ohnehin nicht. Ah, verdammt. Ich würde mal sagen. Ah, verdammt.
So, jetzt aber. Hinterher. Und zwar flott. Zack, zack, zack. Exempel zu statuieren oder so. Was hat er denn getan? Muss er denn etwas getan haben? Manchmal braucht man einfach ein abschreckendes Beispiel. Das ist mein wahres Wort. Ich frag mich, wie lange wir die noch belauschen sollen. Ah. Naja, die töten sich dann gegenseitig. Eine der Wachen fangen, okay. Wir heften uns an die. Ah, ich hab ihn schon gehabt, ey. Komm, ich will dich fangen. Herrgott nochmal. Jetzt habe ich dich. Hoffe ich doch. Du hast die Informationen, die ich brauche. Nein. Ich habe von euch gehört, Assassinen. Tu mir nichts. Ich will nur wissen, wo dieser Sklave ist. Weißt du von jemand, der festgehalten wird? So ganz speziell. Bitte, lass mich leben. Mein Weib und meine Kinder. Dann komm schon. Raus damit. Sucht bei der Windmühle. Na? War das so schwer? Okay. Relativ easy. Und nü? Gucken wir mal. Bei der Windmühle hat er gesagt. Was haben wir denn da? Haben wir hier noch irgendwas? Ich sehe jetzt hier nichts irgendwie, was uns weiterbringt. Richtung Windmühle. Mission 1. Aber ich sehe hier nicht, dass es weitergeht. Okay, wir machen mal Folgendes. Wir wollten ja sowieso zu dem Punkt hier den Aussichtspunkt holen. Da gehen wir jetzt hin. Beziehungsweise wir holen uns erstmal den hier. Der ist nämlich ganz in der Nähe. Zack. Hopsa. Leicht getötet. weiter geht's. Da oben müssen wir hoch. Na los. Komm hoch. Schaffst du nicht? Schafft er nicht. Dann gehen wir auf der anderen Seite rum. Ah, da sieht's doch noch irgendwie was aus. Dann will er noch nicht hoch. Okay. Da geht's nicht hoch, oder was? Ah doch, hier geht es. Los. Na? Da ist da hoch, mein Freund. Genau. Uiuiui, okay. Nee, ich will noch keinen Todessprung machen. Ich will da hoch. Na los.
will den Punkt haben. Ah, der Berg im Hintergrund, es ist einfach nur atemberaubend schön, ey. Das ist der Hammer. Habe ich das schon gesagt? Also, einfach nur geil. Ich bin sehr, sehr begeistert. Gut. Lass mal gucken, ob wir hier was weitermachen können. Oh, hier ist eine interessante Truhe. Kurier. Den holen wir uns jetzt. Und dann sehen wir mal weiter. So. Todessprung. Wo ist denn der... Eben war doch der Kurier noch da. Jetzt ist er wieder weg. Das ist doch blöd. Okay, wir holen uns die Truhe jetzt. Und dann versuchen wir weiter die ganzen Dinger hier aufzudecken. Zack. Sorry. Warte mal, er hat doch was von Windmühle gesagt, ne? Da gehen wir mal hin. Wenn ich die gerade mal so sehe. Da sind wir doch dabei. Da sind wir doch dabei. Da unten ist die Truhe und da hinten ist die Windmühle. Und da ist wieder ein Symbol. Gucken, wo die Truhe ist. Da unten. Und jetzt gehen wir mal gucken. Da hinten ist die Windmühle. Wir brauchen sowieso einen Aussichtspunkt. Hey, stopp. Mit ein bisschen Glück killen die sich jetzt gegenseitig alle. Und ich bin so los. Da ist die Windmühle. Mitten in den Popo. So, der nächste, der Amok läuft. Yes. Yes. Eieiei. Das war ja richtig hammerhart gerade. So, okay, wir gehen gucken. Ich will es jetzt wissen. Die heuern wir mal an. Wenn wir da hochkommen. Irgendwo wird es einen Weg geben. Ah, da vorne sieht es doch verdächtig danach aus. Oder eventuell hier. Hat doch was bei der Windmühle gesagt, oder? Okay, probieren wir es mal. So, zack, komm. Und hoch. Jetzt hoch, ich will hoch. Wahrscheinlich über diese... Das wäre ja geil, wenn wir hier wirklich über diese Flügel hier hoch müssten. Das wäre ja hardcore, wenn das wirklich so ist. Na, warte. Na. Wo geht's hoch? Irgendwo muss es doch hochgehen. Ah! So nicht. Ah, so. Okay, nochmal. Wir probieren es natürlich nochmal. Da kommen wir nicht hoch.
was. Da ist ein kleiner Haltegriff. Irgendwo muss es doch weiter hochgehen. Na. Na, da will... Verdammt, wie geht's hier hoch? Kann mir ja gut vorstellen, dass es mit den Windflügeln hier was zu tun hat, aber... Er springt nicht. Also er will definitiv nicht springen. Das scheint ihm zu weit zu sein. Da springt er dagegen. Okay, so geht's nicht. Verdammt. Ist echt knifflig. Oder geht's hier rein? Nee. Na komm. Na. Da geht's hoch. Dann geht's rüber. Aber es geht nicht weiter in die Richtung. Oder? Doch, geht. Geht, okay. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Verdammt. Ich weiß nicht, was jetzt hier ist. Da ist der nächste Aussichtspunkt. Ah, hier unten. Da, Templerjagd. Okay, wir gehen dort mal hin. Ich weiß nicht, wie man da auf diese Windmühle kommt. Da geht's definitiv nicht. Da kommst du so nicht hoch. Es sei denn, du hängst hier unten. Na. Aber es klappt auch nicht. Irgendwie hier dran springen oder so ist nicht. Ich will es jetzt wissen, ganz ehrlich. Wir können uns zwar hier wunderbar drumherum bewegen, aber wir kommen da nicht hoch. Oder ich sehe mal wieder den Wald von lauter Bäumen nicht. Na. So weit waren wir ja auch schon mal. Ich sehe es. Na klar, über diese Dingsbums. Über diesen Spalt oder was das ist. Ah, darauf muss man erstmal kommen. Okay, jetzt haben wir den Aussichtspunkt. Sehr gut. Geil gemacht, die Windmühle. Sieht richtig hammergeil aus. So, und jetzt probieren wir uns. Jetzt gehen wir noch zum Dings. Zu der nächsten Mission. Der Templer. Und dann war es das wahrscheinlich auch schon wieder für diesen Part. Mal gucken. Wie es sich für einen Assassinen gehört, kommen wir natürlich von oben. Okay. Wo ist er denn? Da. Ja, und wie die Mission weitergeht, das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hinterlasst doch ein Däumchen nach oben, wenn es gefallen hat. Support ist mega wichtig. Dann kommen wir mit diesem Kanal voran. Und ja, bis zum nächsten Mal, liebe Piraten, Piratinnen, Klabautermänner, Klabauter, Frauen.
Ich bin für heute raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von der Gaming.tv.